Buonasera, buonasera. Was hat der da gesehen? Buongiorno, 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 meine YouTube-Freunde, Schalker-Freunde und Sportskameraden. Erstmal frohes neues Jahr wünsche ich euch allen zum ersten Video auf diesem Kanal in diesem Jahr. Hat ein bisschen Pause gemacht. Erholung, sagt man immer dazu. Ja, wir kommen zu unserem Schalke 04. Trainingsbeginn war ja am Sonntag. Sie sind nicht geflogen ins Trainingslager nach Türkei, nach Belek. Man hat es ja auch gelesen, wegen den Corona-Zahlen. Auch 2 Infizierte bei uns in der Mannschaft. Aber das war ja schon vorher klar. Die haben schon vorher abgesprochen, dass sie vielleicht nicht ins Trainingslager fliegen, wegen den Corona-Zahlen, weil die steigt überall in jedes Land. Deswegen haben unsere Verantwortlichen vom FC Schalke 04 sich dagegen entschieden, ins Trainingslager zu fliegen. Finde ich gut. Haben sie richtig gemacht, weil wir hier im Parkstadion, wir haben ja gute Trainingsgelände, da kann man sich richtig gut vorbereiten. Und ich bin ehrlich, dann bereite ich mich lieber hier vor mit den Temperaturen, als wenn ich in ein Trainingslager gehe, hast du dann deine 25, 30 Grad, dann kommst du wieder hier hin nach Deutschland, nach dem Trainingslager, dann ist das wieder arschkalt, musst du dich wieder an die Temperatur gewöhnen. Dann lieber direkt hier trainieren, Winterpause ist ja nicht lang, dieses Jahr ist sie richtig verkürzt, dann trainierst du lieber hier mit den Wetterverhältnissen, weil du auch mit diesen Wetterverhältnissen spielen wirst. Du wirst hier keine 20, 25 Grad haben, wie jetzt in der Türkei, dann lieber trainierst du hier, mit den Wettertemperaturen, die gleichen, dann ist dein Körper schon dran gewöhnt, als wenn du da hinfliegst, 25, 30 Grad, kommst wieder jeden Arsch kalt. Manche Spieler gewöhnen sich dann erstmal, brauchen sie wieder eine Zeit. Dann lieber direkt hier und auch gut für uns. Da könnte man irgendwo spionieren gehen, wie die trainieren, so mit einem Fernglas oder so. Ja, erstmal beim Trainingsauftakt oder sagen wir so, jetzt seht ihr ja schon am Trainieren, haben wir ja gute Nachrichten, das heißt, Drexler und Latzer sind mit am Trainieren, da sie in der Hinrunde die letzten Spiele nicht mehr gespielt haben, wegen muskulären Probleme. Ist das schon mal eine gute Nachricht, dass beide Spieler wieder im Training dabei sind. Man hatte ja gesagt, bei Latzer wird es ein bisschen länger dauern, aber ich war überrascht, er ist auch dabei. Finde ich gut, ich hoffe, dass er auch dann mit Drexler zusammen gegen Kiel im Kader dabei sind. Man wird sich erstmal, wird man erstmal schauen, ob das alles reicht bis dahin. Itakura und Terode waren die beiden infiziert mit Corona, aber bei Terode gibt es ja den PCR-Test, der negativ ausgefallen ist. Ja, richtig gehört, der negativ ausgefallen ist. Das heißt, er könnte ja nächste Woche theoretisch auch wieder trainieren. Denke ich mal, wenn die jetzt nochmal einen Test machen, wieder negativ ausfällt, dann ist er einsatzfähig für das Training und auch für das Spiel gegen Kiel. Bei Itakura weiß ich es nicht, da bin ich, da stehen noch viele Fragen dahinter, aber ich hoffe, wie ich es mal gelesen habe oder lese, er sollte nächste Woche, wenn alles gut geht, auch wieder im Kader dabei sein. Das heißt, unser Kader, alle Mann an Bord, außer der Langer, der fehlt noch, aber ansonsten alle Mann an Bord oder könnt ihr euch erinnern, dass da noch ein Verletzter ist. Hey, das wäre super, wenn wir gegen Kiel alle Mann an Bord haben und der Gramotzis hat die Wahl der Qual, dann ist das der Trainer dran. Er muss dann entscheiden, wer gute Trainingsleistung bringt, wer jetzt in der Stammformation spielt, weil da haben sich jetzt welche hervorgedrungen in den letzten Spielen gegen Nürnberg, Hamburg und so. Da muss man sagen, jetzt wird das wirklich was Schönes für den Trainer, weil jetzt kannst du wirklich nach Leistung gehen. Und wenn die Jungs weiter so machen, die in der Reihe auf der Bank saßen, die jetzt so einen Druck gemacht haben an die Stammkräfte, hey, da möchte ich jetzt nicht Trainer sein und sagen, boah, will. Jetzt geht es nur nach Leistung und man hat gesehen, wie Idrissi, Cholinov da richtig Power gegeben haben. Und sie gesagt haben, ey Trainer, wir sind auch noch da, wir wollen auch spielen. Und so ist das auch richtig, dass die Ersatzspieler Druck machen auf die ersten 11. So muss das sein und dass du dann auch sagen kannst, ey, wenn ich den spiele, lass, wollen wir mir keine Sorgen machen. Oder es war auch in der Vergangenheit, boah, jetzt lässt du den spielen ein, nein, nein, der ist nicht so gut wie der. Jetzt mal ehrlich, ich weiß noch,
wo ich immer oft gesagt habe, boah, wenn der Tirol ausfällt, kriege ich Kopfschmerzen, da haben wir ein Problem. Hey, ich wurde eines Besseres belehrt, muss ich sagen. Ich war auch einer derjenigen, der gesagt hat, boah, wenn der Tirol ausfällt, was machen wir dann? Ja, aber die Jungs haben es gezeigt, ohne Tirol ging es auch. Und da müssen wir weiter knüpfen an die letzten zwei, drei Spiele. Das hat richtig Spaß gemacht. Und ich glaube, das wird auch so kommen. Ja, und zu der Kaderplanung. Schröder sagte mal vor der Winterpause, wir brauchen noch Verstärkung. Zwei Verstärkungen, die uns auch weiterhelfen. Ja, aber jetzt kam die Rudern zurück. Vielleicht holen wir jetzt noch keine Verstärkung. Weil Gramozzi sagte, ich bin mit dem Kader sehr zufrieden. Deswegen hat der Schröder auch gesagt, wir lassen uns auch nicht unter Druck setzen. Finde ich gut. Weil die Medien machen auch immer Druck auf Schalke. Jedes Mal, ey, Schalke hat noch keine neuen Spieler, Schalke braucht neue Spieler, Schalke muss ja aufsteigen, Schalke muss ja aufsteigen, was ist los? Wir kennen ja, wie die Medien sind, den Druck. Und dann kommen auch wieder wir Fans. Ich sage ja wir, weil wir ja alle zusammengehören. Ja, warum holen wir keine? Wir brauchen doch da Verstärkung, wir brauchen doch da Verstärkung. Ich zähle mich auch damit zu. Ich sage ja auch, wir brauchen da Verstärkung, da Verstärkung. Aber der Schröder hat recht. Er sagte, wir lassen uns Zeit, wir lassen uns nicht unter Druck setzen. Weil er sagte auch, wenn wir jemanden holen, der muss sofort sitzen. Das muss sofort passen. Weil er muss dann eine richtige Verstärkung sein und nicht einfach nur eine Verstärkung. Und dann wartet es erstmal 4, 5 Monate, bis die Verstärkung erstmal richtig klappt. Dann ist er zu spät. Aber der Schröder finde ich geil, wie der das sagt. Hey, das muss sofort sitzen, wenn er kommt. Und da hat er recht, das muss er auch charakterlich. Er muss mit der Mannschaft zusammenfügen. Das geht mehr auf der charakterlichen Schiene bei einem Spieler. Auch wenn der hervorragender Fußball ist, aber wenn er im Kopf ein Bekloppter ist und er passt nicht zur Mannschaft, kann er dieses Zusammenhalt, was die Mannschaft jetzt hat, auch sprengen. Und das möchte der Schröder nicht, finde ich gut. Und Zeit. Und wir auch. Ich appelliere an jeden Fan, auch an mich selbst. Lassen wir den Schröder und Gramozis. Wir dürfen keinen Druck machen. Ey, wir müssen jetzt Spieler und müssen jetzt Spieler. Nein. Schröder weiß schon, was er macht. Und ich bin bisher zufrieden, was er da tut. Bin ich sehr zufrieden, bin ich ehrlich. Hätte ich nicht gedacht. Hätte ich nicht gedacht. Ja. Und Samstag ist das erste Testspiel gegen Fortuna Sittard, Erstligist aus Holland im Parkstadion, aber ohne Zuschauer. Es wird dreimal 45 Minuten gespielt. Dreimal 45 Minuten gespielt. Gute Testspiel, da kann jeder zum Einsatz kommen. Testen, testen, ist ja nur das einzigste Testspiel, bevor es gegen Kiel geht. Und ich hoffe nur, dass sich keiner verletzt, dass wir da verletzungsfrei rauskommen. Das ist mir wichtig. Ja, was gibt es denn noch zu sagen? Nix. Ich hoffe nur, dass wir dann gegen Kiel, 13:30 Uhr Sonntag, es ist ja ohne Zuschauer leider, dass unsere Mannschaft nicht wieder da zurückfällt, wie wir angefangen haben, wieder ohne Zuschauer. Das ist jetzt wieder das erste Spiel nach so langer Zeit wieder ohne Zuschauer. Hoffe, dass wir bald wieder Zuschauer reinlassen dürfen. Aber jetzt müssen wir alle hinter der Mannschaft stehen. Und hoffen, 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 dass sie gegen Kiel die ersten 3 Punkte holen. So, das war's vom ersten Video. Schreibt ruhig in die Kommentare, was ihr wollt. So, ich wünsche euch alle dann, sagen wir mal so, einen guten Start bald ins Wochenende. Weil heute haben wir Donnerstag, morgen ist Freitag. Nee, was sage ich Heute denn ist da? Dienstag. Entschuldigung. Also, auch nicht Dienstag, Doch, nein. gestern Heute war ist Montag. Mittwoch, nein. Heute ist Mittwoch und schaut vorbei, 20:30 Uhr, Schalker-Dreisel. Da wird es auch interessant, da diskutieren wir auch über viele Sachen. Nicht vergessen, heute Abend auch 20:30 Uhr, Schalker-Dreisel. Ja, mein Sohn ist der Kameramann hinter der Kulisse, der Kleine. Seht ihr, mit Fehlern in diesem Video, scheißegal. So wie ich bin, lassen wir. Ich sag mal, willst du auch sagen, tschüss? Tschüss und abonniert und macht die Glocke weg. Hey, was? Macht die Glocke weg? Macht die Glocke an. Habt ihr gehört? Abonniert den Kanal, macht die Glocke an, damit ihr mal Bescheid kriegt vom neuen Video. Zum nächsten Video. Okay, ich wünsche euch alle noch einen schönen Tag. Euer Schalke. Buonasera, buonasera.
bitte die Hände. Was hat der da gemacht?